Guten Tag, meine lieben Paufe, und willkommen zur 19. Folge. In der 18. Folge haben wir diesem Top-Dog-Lager ordentlich den Arsch aufgerissen, hatte sogar drei Totenköpfe. Und deswegen werden wir uns jetzt schön auf die Reise machen in Gutgetschs Hoheitsgebiet und werden hier ein Lager zerstören und am besten uns hier erstmal hinbegeben, dann das Lager zerstören, zu Gutgetsch geben, wo noch ein kleines Schloss dran ist, und dann verfolgen wir wieder die Hauptmission. Mir geht's schon etwas besser, vielleicht hört man's auch. Es ist zwar immer noch ein bisschen nasal, aber ich habe mich langsam dran gewöhnt und mir gefällt die nasale Stimme fast besser als meine richtige Stimme. Schaut euch an, dieses Meisterwerk hier gehört nun uns. Wunderschön. Falls ihr die 18. Folge nicht gesehen habt, unten in der Beschreibung findet ihr wie immer den Link zur Playlist. Fühlt euch frei, drauf zu drücken oder auch nicht. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr es nicht tut. Komm, die nehmen wir doch direkt mal mit hier. Die Vögelscheuch. Ja, rüste mal das richtige Ding hier aus, Mensch. Heiland, zack. So. Oh, nee, hier kommt anscheinend wieder irgendjemand. So. Ja, und sie haben mich gefunden. Scheiße. Schweine. Hau ab! So, und du bist der Nächste. Du bist der Nächste, sagte ich. Ah, ich kann ihn gar nicht rausziehen irgendwie. Ob du spinnst ein bisschen? Soll ich dich zerstören, so wie ich deinen Freund zerstört habe? Willst du das? Ah, jetzt haut er wieder ab, oder? Nee, er will es noch drauf anlegen. Aber nicht mit mir. Was stand da gerade? Ah, da ist ein Ding zum Explodieren. Aber dafür brauche ich Stufe 3, wie ich sehe. Aber ich möchte den gern rausziehen. Das machen wir jetzt mal. Ach komm, ich erschieß den einfach. Shit. So ein Arsch. Egal, dann machen wir es so. Dann komm mal raus, mein Freund. Dann regeln wir das halt so. So, sei mal nicht so frech, ja? Das ist immer so, beim Autofahren sind auch Autofahrer immer so frech. Ja, das muss ich echt mal sagen. Die trauen sich richtig viel. Mache ich erstmal einen Scheißwagen kaputt. Und wenn man dann aber aussteigt, dann gucken sie dumm. Es ist immer das Gleiche. Der ist ja eh schon relativ am Arsch. Jetzt muss man wieder dem Schrott hinterherrennen. Super, der hat nicht mal Schrott für mich. Aber egal. Ah, doch, da hinten. Süderlichen. Ich hoffe, euch übrigens gefällt die Idee, die ich mit dem Sims hatte. Und zwar spiele ich manchmal gerne Sims. Ja, jetzt denkt ihr euch, Igitti spielt Sims. Aber Sims ist wirklich cool, und zwar das Neue. Und da habe ich mir überlegt, weil man da ja Leute so detailgetreu nachbauen kann, dass wir uns eine kleine Gnu-Village bauen. Und dass ich mich erstelle und eben auch Leute, also euch. Und ihr könnt dann quasi drunter schreiben, wenn ihr erstellt werden wollt. Ich wähle mir dann aus Zufall welche aus. Dann erstelle ich euch. Dazu brauche ich halt dann ein Bild von euch. Am besten Front- und Seitenprofil und eure Charaktereigenschaften. Und dann bauen wir uns zusammen eine WG. Und dann gehen wir zum nächsten Häuschen. Dann können wieder ein paar von euch rein. Bis wir dann eine komplette Nachbarschaft voll mit Gnus haben. Und dann machen wir eine virtuelle Sims-Party. Diese Gameplays würde ich dann aufnehmen. Wie ich euch erstelle, wie wir ein Häusle zusammenbauen, wie wir ein bisschen Sims-Lifestyle spielen. Und ja, das könnte, glaube ich, ganz lustig werden. Deswegen mal abwarten, was ihr dazu sagt. Ich hätte auf jeden Fall Lust darauf. Da oben ist noch ein kleines, schwaches Lager. Ich muss das mitnehmen. Tut mir leid, aber ich muss. Ja, das fände ich eigentlich eine ganz coole Idee. Da hätte ich auch mega Lust drauf. Es würde dann jede Woche einmal rauskommen, weil es ja schon auch ein Aufwand ist. Nicht so eine gute Idee, wie ich gerade gemerkt habe.
mal kurz zurückgehen. Ich muss das von Weitem regeln. Das war jetzt nicht schlau. Ich hätte nicht gedacht, dass die Scheißer so gut... dass die Scheißer so gut hier gewappnet sind. Ja, jedenfalls hätte ich da extrem Lust drauf. Sagt mal Bescheid, was ihr davon haltet. Oh, so ein Scheiß. So, jetzt aber. Was ist da hinten? Auch wieder sowas. Ganz schön gut gewappnet für so eine schwache Festung. So, ich glaube. Was ist denn das hier? Ich glaube, das war es jetzt erstmal hier an Gefahr. Ich habe jetzt eh keine Muni mehr, also kann ich jetzt auch so rumfahren. Dann machen wir es jetzt im Hardcore-Style, wie ich es immer gerne mache. In Spielen. Also als Frau muss man wirklich immer aufpassen, was man sagt, ja. Und da hinten ist auch noch so was Kleines Rauchiges. Also auch noch was zum... Vielleicht hat sie auch Wasser. Achso, das ist nur eine blöde Mülltonne. Das ist eine coole Geräuschkulisse. Man hört von Weitem jetzt schon, wie die hier rumreden. Das ist echt cool gemacht. Aber das Tor hier kann ich nur mit Hilfe meines Freundes holen. Deswegen machen wir das mal ganz unauffällig direkt vorm Lager. Und reißen. Kann er mich auch überfahren? Nee, da passt auf. So. Der ist immer für mich da. Wie eine beste Freundin. Hihihi. Da muss ich es halt durchbomben. Yeah, ich hänge fest. Ist gut fürs Getriebe. So, guten Tag, meine lieben Freunde. Keep an eye on the car. Oh, Wasser. Oh. Wieder seine Mega-Pranken. Ich finde, diese Kriegsbemalung sieht echt geil aus. Die steht dem Max. Die steht generell Leuten, die Maden fressen. Und zwar aus Leichen. Also ich finde es immer noch echt eklig, aber gut, okay. Ah, okay. Brauch irgendwas Explosives. Also muss hier doch irgendwo... ein Kanister rumfahren, tut's auch. Das ist das Tolle an Spielen im Gegensatz zum echten Leben. Wenn man nicht weiterkommt, es liegt alles irgendwo rum. Wäre schön, wenn es im echten Leben auch so wäre. Aber ist es leider nicht. So, Schrotti Schrott. Haha, bald kann ich mir meine Harpune holen. So, jetzt sprengen wir das erstmal auf hier. Ich hoffe, mein Auto leidet darunter nicht. So. Hoffentlich nicht, aber ich denke, es ist schon zu nah. Nee, ist es ihm egal. Der reagiert da sogar drauf, wie cool das ist. Das sind jetzt bestimmt wieder... Ach, es geht eigentlich. Es geht. Ja, ja, ganz ruhig. Dieser blöde Warcrier macht schon wieder Lärm. Aber ich sehe ihn gerade auch gar nicht. Ah, doch, da oben ist er ja. Vielleicht schaffe ich es noch, ihn abzuknallen. Halt's Maul! Das würde ich manchmal gern mit dem Hahn machen, der mich jeden Morgen weckt. Ey, du Sau, ich bin gerade dabei, deinen Kumpel am Pimmel rumzufummeln. Ich will da so ein gelbes, aggressives Schwein, so. Ich sag das nur, weil es sieht immer so aus, als würde der den da unten rumfummeln. Nicht, dass ich das wollen würde, aber es sieht einfach so aus. Hey, cool, jetzt habe ich davon... Ah, nee, genau, das ist das. Dafür da, um den... um das hier wahrscheinlich abzuknallen. Geht das? Ja, es geht. Oh, scheiße! Ja, 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 genau so macht man Feuer aus. Ganz cool. Ich brauche jetzt einen Schluck Wasser. Es ist zu viel explodiert. This is a man's world! Da könnte gut Werbung für Cola Zero machen, da explodiert doch auch immer alles. Und dann noch als Endsequenz, wie er die Maden aus der Leiche frisst. Jetzt verstehe ich, warum es hier so viele Speere noch gibt, weil ich hier so viel zerstören muss. Aber
wie gesagt, in einem Spiel geht das immer. Das macht aber auch Spaß, muss ich sagen, wie schwul der damit springt. Oh, da gibt es aber ganz schön viele. Ganz schön viele Ziele. So. Hier, jetzt zerstören wir noch das. So. Ja, da gibt es eine Menge. Eine Menge einzusammeln, aber wie gesagt, die Gegner sind schwach, deswegen wollte ich das jetzt noch mitnehmen. Auf meine Reise. Was gibt's hier so Interessantes? Gar nichts. Okay, ich würde sagen, ich nehme direkt nochmal einen Speer mit. Ich glaube, das ist hier so eine Aufladestelle. So, hier geht's nicht lang. Hier geht's auch nicht lang, also muss ich die Treppen hoch. Beziehungsweise die Leiter. So. Ah! Oh, Vorsicht, hochexplosiv. Ein kleines Lager, das es in sich hat. Sehr verwinkelt. Hier nichts. Ah, Hallöchen. So, weg damit. Ich möchte hier raus. Hallo, lasst mich hier raus. So, hier hinten geht es auch noch weiter. Wieder so viel zum in die Luft jagen. Da bin ich schon fast ein bisschen... Und hier geht's runter. Also es ist wirklich groß hier. Und ich hasse es, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Hier konnte ich den Warcrier runterhauen. Oder halt beziehungsweise den Schrott. So. Gehen wir mal hoch. Oh je, es ist groß hier. Das hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich wollte es ja so. Und hier hat es gar keinen Schrott. Huch, was ist denn hier eigentlich los? Mich erinnert dieser Style hier auch manchmal ein bisschen an Resident Evil 4. Mit dem Leon. Das sieht manchmal sehr ähnlich aus. So, laufen wir mal hier rüber. Jetzt doch bestimmt gleich wieder Schweine. Ja, da unten kann ich den abknallen. Das wäre richtig witzig. Halleluja! So geht Feuerwerk. Das war sehr hardcore. Aber okay, sie kommen ja auch nicht hoch. Sie sind ja auch faul. Da gibt es echt viel einzusammeln. So, dann gehen wir mal runter. Wer möchte aufs Maul? Ja, ja, schmeißt nur mit euren Steinen. Ah, jetzt noch ein Tor. Was soll denn das hier eigentlich immer? Muss ich das kaputt machen? Das sind nur so eine Art Fallen, die mir jetzt eh nichts bringen. So, hier geht's auch noch rein. Oh Gott, ist das groß hier. Ich will gar nicht wissen, wie groß Krotos Festung ist. Ja, ja, halt's Maul da unten. Oh, da ist nochmal Wasser. Das hole ich mir doch direkt. Hä? Was ist los? Ist doch gar niemand. Naja. Währenddessen hole ich mir noch ein bisschen Wasser, während diese bedrohliche Musik hier ein bisschen abgeht. La 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 la. So, schön. 30% Bonuswasser von Essenz. Jetzt neu für den Mann. Da geht's auch noch runter. Was ist denn das für eine riesen Festung? Ah, komm, jetzt reiß ich erstmal dem da unten den Arsch auf. Der nervt mich. Du bist hier ganz alleine und denkst, du wärst cool. Ah, nee, da sind noch ein paar andere. Ah, da kommen sie alle rausgekrochen aus ihren Löchern. Ja, ja, was war denn das, bitteschön? Oh, wie arm die manchmal rumhusten. Manchmal tun sie mir auch ein bisschen leid, muss ich sagen. Aber in solchen Fällen wieder nicht. So, kommen da alle rausgekrochen aus ihren Löchern, wie die Ratten. Wie die Ratten. So,
Hier kann man wieder runter, genau, hier komme ich ja her. Was gibt's denn hier unten? Da, die Leiter hätte ich runterstoßen können. Hier hat's Patrönchen. Ah, hier hat's noch was zum Zerstören. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das alles hier zu finden. Und hier hat's wieder Hundefutter, das brauche ich jetzt aber gerade nicht. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich habe nichts gemacht. So, jetzt muss ich noch... Ich brauche jetzt noch irgendwo einen Kanister, um das hier alles zu zerstören. Und legen ihn ganz in Ruhe ab. So, boah, es sind hier viele. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier eigentlich? Eine Art Garage? Ah, hier ist doch der Anfang. So. Dann holen... Oder? Nee, das ist nicht der Anfang hier. Jetzt hier doch bestimmt auch noch Schrotti. Nope. Nix. So, hier war noch irgendwo... Was leuchtet denn da hinten? Ist das alles Schrott oder wie? Nee. Hier war doch noch irgendwo was. Dann gehen wir da mal runter. Oder? Geht der da runter? Ja, der geht da runter. So. Oh, das ist gut, dass ich nicht gesprungen bin. Es ist wirklich groß hier. Ich mache mal mein Lämpchen an. Mein Taschenlämpchen. Boah, ist aber echt riesig hier, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, also ist hier noch einer. Oh je, was habe ich da nur gemacht? Lauf! So, fehlen nur noch drei. Oh, gut, dass ich nochmal hier hoch bin, dann habe ich das gesehen. So, ich muss die Äuglein aufhalten. Ja, ja. Was für ein Jumpscare. Das ist echt ein trauriger Rekord, muss ich sagen. So. Gibt es sehr viel Benzin. Und wieder, nein, das hätte ich nicht machen sollen. Oh, das ist so eklig, Max. Oh, das ist wirklich eklig. Also mir tut schon die Frau leid, die den mal küssen muss. Das ist wirklich ekelhaft. Aber gut, wenn man halt ums... Wenn es ums Überleben geht, dann frisst man, glaube ich, so einiges. So, jetzt hat's hier, brauche ich wieder einen Kanister. In dem Fall habe ich... Ah gut, da liegen ja welche. Hier ist voll verwinkelt. Komm, dann werfen wir mal. Uah. So. Da waren es nur noch zwei. So, dann müssen wir da hoch. Boah, ist echt riesig hier. Riesig, riesig, riesig. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, hier war ich doch schon, oder? Ja, hier war ich schon. Super, jetzt fehlen mir noch zwei und die darf ich hier noch suchen. Ah, okay, das war auch noch eins. Fehlt nur noch eins und das habe ich ja vorhin irgendwo gesehen und jetzt finde ich es nicht mehr. Das sagt bloß das Tor, das glaube ich aber nicht. Nee, das war's nicht. Hier war noch irgendwo eins. Okay, ich hab's gefunden. Ah, ich Dummkopf. Scheiße. Ich wollte doch einfach nur... Komm, dann machen wir das jetzt auch so kaputt. So. Ich wollte es eigentlich aufheben. Ich wollte nicht so sterben.
Öltransferlager die Netze aufgelöst. Ja, ich weiß, mir fehlen noch Sachen, aber ich möchte jetzt meine Hauptmission weitermachen. Hey, wir haben bald Stufe 1 erreicht. Wie geil, er ruft. Ich habe so eine maskuline Stimme. Findet seine Stimme manchmal ein bisschen übertrieben. So, jetzt wollen wir aber hier uns nicht abbringen lassen. Ich möchte jetzt... wo war das? Hier hin. Das Lager des Todes. Aber machen wir doch zuerst mal eine Schnellreise hierhin. Dann eine Schnellreise, damit ich nämlich noch ein bisschen Money habe. So, dann lass uns da mal hingeiern. Meine Spielstände spielen irgendwie verrückt. Aber was auch, wie es auch, wie dem auch sei. Oh. Ups. Egal. Egal, egal, egal. Komm, reparier mal. Kümmer dich drum. Der ist wie so eine Frau. Für den putzt das Auto. Ich glaube, der ist ganz schön undankbar. Der Max, so kommt er mir jedenfalls rüber. Undankbares Stück. Aber er wird eh keine Frau finden, solange er Maden frisst. Ausleichen. Na super, jetzt hängt er mir am Arsch. Hängt er mir am Arsch. Und er hängt mir immer noch am Arsch. Ach, dann komm halt, du Schwein. Tschüss, du Nervensäge. Haha. Ganz ruhig, du kleines Verrücktes. Was gibt denn hier so ab? Oh. Ich habe direkt mein Auto in die Scheiße gefahren. Noch ein bisschen fummeln. Jawoll. Ups, ich habe die Leute echt überfahren. Ohne, dass ich es eigentlich wollte. Eigentlich sind die ja arm, weil die haben sich hier einfach ein kleines Lager aufgebaut und ich komme und töte die. Ist er jetzt tot? Nee, er ist nicht tot. Aber ich trete ihn jetzt mal direkt runter. Sorry. Das war gemein. Aber egal. Ich kenne nichts, das so blöd ist wie du. Oh, gibt's auch... Naja, ganz ruhig. Oh. Ganz schlimmer bist du. Ganz schlimmer bist du. Jetzt ist Ruhe. Schlaf schön. Kann man nichts machen. So, dann raube ich euch mal aus, nachdem ich euch alle totgeschlagen habe. So, was ist denn hier Schönes? Auch wieder Schrotti. Was? Wer spricht da mit mir? Oh. Hab mich echt komisch gefühlt, als ich an all dem Essen vorbeigefahren bin. Doch diese Tiere sind alle krank. Wenn wir es rausschaffen, ohne krank zu werden, überleben wir vielleicht. Doch dann werden wir verflucht hungrig sein. Oh, süß, Schafis. Schafe gehören nicht gegessen. Das sind Paarhufer. Er sagt Skiglide und wiederum heißt's... Hier übersetzt er gleitet. Aber egal, ich wollte ja mal nicht so pingelig sein. Hier, den würde ich gerne noch runterholen, den Sack.
Adios, amigos. Hier ist doch noch irgendwo ein Schwein. Ja, genau, da oben. Ups. Ach, ihr Blöden. Oh. Ich muss ehrlich sagen, ihr geht mir so auf den Sack. Was hat denn der gemacht? Hat der sich jetzt selbst in die Luft gesprengt? Naja, wie dem auch sei. Ich hole mir den Sniper da jetzt noch runter. Während der das Auto repariert. So, was geht denn da oben? Hier. Hat mich noch nicht entdeckt, was Gutes. So. Adios, amigos. Dann können wir auch schon wieder weiterfahren. Ja, die hat mich wirklich genervt. Aber jetzt ist ja Schluss. Die sind tot. Ist da denn noch einer oben? Nee, den habe ich auch abgeknallt. Zum Glück. Oh, und hier ist schon die Festung. Ah, hi, Leute. Kannst du mal bitte reparieren? So, das soll's mal reparieren. Ich gucke mich hier mal um. Wie komme ich da am besten rein? Es wird jetzt, glaube ich, gleich richtig abgehen. Deswegen brauche ich erstmal ein gutes Auto. Und dann würde ich sagen, beende ich hier die 19. Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst Däumchen nach oben, wenn ihr es gut fandet. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der 20. Folge, wo wir dieses Lager stürmen werden und unsere neue Mission von Gutgash abholen werden. Kamen in dieser Folge doch noch coole Sachen dazwischen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. In der Beschreibung findet ihr die anderen Videos. Und ich wünsche euch wie immer einen guten Tag oder einen schönen Abend. Euer Gnuli.